Halt, meine Finger tun weh. Übrigens, was ist es? 3 Worte, 12 Buchstaben. Es ist leicht zu sagen, aber schwer zu beweisen. Gott im Himmel. Nee. Also, ich liebe dich wäre zu einfach, oder? Ich bin Batman. Eskalation. Warum ich so müde bin? Seit Jahren habe ich meine Müdigkeit. Warum ich so fröhlich bin? Vitaminmangel, die Umweltverschmutzung, einen zu hohen Cholesterinspiegel, eine allgemeine Verunsicherung, den Lärm der Nachbarn, eine chronische Gastritis und andere Unannehmlichkeiten, die den Wert des Lebens in Frage stellen, zurückgeführt. Nun habe ich endlich realisiert, dass von alledem nichts stimmt. Ich bin müde, weil ich zu viel arbeite. Die Bevölkerung dieses Landes beziffert sich heute auf ca. 80 Millionen Menschen. Davon sind 44 Millionen bereits Rentner. Es gibt also ganze 36 Millionen, um die ganze Arbeit zu verrichten. Zählt man noch 15 Millionen Kinder, Schüler, Studenten ab, verbleiben ganze 21 Millionen. Allerdings sind da noch 4 Millionen Arbeitslose und ein Heer von 15 Millionen Beamter, die kaum etwas tun. Es bleibt also noch 2 Millionen Menschen übrig, um die ganze Arbeit zu verrichten. 1 Million befindet sich im Militärdienst und 500.000 in Spitalpflege. Das sind dann noch 499.998, die im Gefängnis einsitzen. Damit bleiben nur noch 2 armselige Trottel, um die ganze Arbeit zu schaffen. Du und ich. Und was tust du? Sitzt da und liest diesen Blödsinn. Sag mal, schafft ihr das dann bald mal? Ja, ich glaube nie. Ich verkacke mal die letzten. Also wenn es die ersten beiden geschafft haben, dann darf der dritte weitermachen, okay. Oh lol. Ah, zum Glück ist hier die Leiter. So, Psychoanalyse des Pinkel. Analyse des Pinkelns. Aufgeregter Typ. Kann das Hosenloch nicht finden. Zerreißt die Hose und reißt die Knöpfe ab. Geselliger Typ. Gesell. Wow. Müsst jetzt wieder auspiepen. Schließt sich Freunden zu einem gemütlichen Pinkeln an, egal ob er es nötig hat oder nicht. Schamhafter Typ. Kann nicht pinkeln, wenn jemand zusieht. Tut so, als ob er gepinkelt hätte und schleicht nachher wieder zurück. Gleichgültiger Typ. Pinkelt in den Abfluss, wenn alle Becken besetzt sind. Schläfriger Typ. Pinkelt durch das Hosenbein in seinen Schuh, geht mit offenem Stall weg und ordnet 10 Minuten später ein. Ordnet? Schläft ein, oder? Oh, Jonas, du hast... Ist das jetzt unerschaffen? Ja. Nein. Aber ich wollte noch mehr Psychoanalyse des Pinkelns vorlesen. Wow. Mach mal dann noch, wenn ich mal wieder Zeit habe. Das ist unglaublich. Jonas, Philipp, du kannst herkommen. Warte, wir teleportieren dich her. Ui. Einer soll zu mir. So, das ist der zweite. Von 10. Guck mal, da fehlt eine Redstone-Fackel. Hier auch. Oh, fuck. Ey, wo hab ich die Fackel her? Ey. Ey, wo hab ich die Fackel her? Nein, scheiße, ich hab den ersten Sprung verkackt. Dann bist du ein Meister, Tina. Alter. Oh Gott, ich bin runtergelaufen. Oh, ey. Ah, der ist auch nicht ganz einfach hier, hä? Verkackt. Er ist nicht ganz einfach hier, hä? Der jetzt? Oh, jetzt hab ich nichts gesehen und bin weitergelaufen. Alter, der ist echt nicht ganz einfach. Ja, der Sprung? Ja. Oh Gott. So geht doch. Den Sprung habe ich vorhin verkackt, da bin ich runtergelaufen. Oh, scheiße. Ja, genau so. Ich bin auch runtergelaufen. Ich komm da nie hoch, du. Ach ja. Oh Mann, ich bin zu weit gesprungen. Toll. Toll. Ganz toll, Jonas. Guck mal, hier ist Eis. Ja, oh scheiße. Scheiße. Soul-Set. Ich schaff den dritten Sprung nie, das gibt's gar nicht. Ich glaube, ich spring immer zu früh ab. Oh ja, oh geil. Trotz Doppelsprung geschafft.
Alter, ich bin schon wieder runtergelaufen. Muss man das Bett abspringen? Eigentlich nicht, ne? Alter, der Sprung ist ja mal asozial. So muss man jetzt um die Ecke. Scheiße. Ich bin runtergelaufen. Na geil. Alter. Links um die Ecke springen kann ich nicht. Die um die Ecke Sprünge müssen auf jeden Fall nach rechts sein, sonst kann ich hier nicht. Hä, das haben wir doch dort geübt, dort im Tower of... Alter, schon zum dritten Mal hier einfach runtergelaufen, ey. Aber die waren immer irgendwie nach rechts. Es ging immer nach rechts um die Ecke. Hä, das ging nach links um die Ecke, dort die Leitersprünge. Nein. Ja. Die ging nach rechts um die Ecke. Ah. Die ging nie nach rechts um die Ecke. Doch. Oh, Jonas, hallo. Du bist dort links an der Wand lang gesprungen. Also auf der linken Seite war die Wand. Nee. Achso, ja. Was meinst du? Na, das war ja nicht so richtig um die Ecke springen. Da bist du einfach nur dran vorbeigelaufen. Um die Ecke springen. Da bist du einfach nur dran vorbeigelaufen und an der nächsten Leiter wieder hochgeklärt. Alter, wieso schaffe ich denn diesen Kacksprung? Nee. Jetzt wäre ich hier auch noch bei den ersten Sprüngen leichtsinnig. Oh Gott. Ah, wie das mich ankotzt, wenn man dann immer runterläuft. Das ist mir vorhin gerade eben erst wieder passiert und das wird mir jetzt höchstwahrscheinlich auch passieren. Nein, das tut's nicht. Ich bin einfach mal. Tut's jetzt. Ich bin einfach mal mit Sneak gesprungen. Das war eine sehr gute Idee. Oh, guck mal, wo kommt die Packe her? Alter, man muss echt ziemlich spät abspringen, Leute. Ich schaff's fast jedes Mal. Ich irgendwie nie. Das heißt, ich schlafe wahrscheinlich immer. So, und dann wache ich so mitten im Anlauf auf und drück. Oh. Und hast jetzt nicht drüber gesprungen. Geil. Was macht der Philipp schon wieder? Ich musste gerade jemand was schreiben auf Facebook. Nee, das musst du nie. Facebook. So ein Scheiße. Eine Totgeburt sowieso, dieses Internet. Ja. Alter, wieso sind die Sprünge so scheiße? Das ist eigentlich gar nicht scheiße. Doch, sind die schon irgendwie. Oh nee, runtergelaufen. Oh, ich hasse die. Scheiß Fledermaus. Der Sprung ist sowas von behindert. Da ist am Ende Eis und dann springst du auf Soul Sand. Und was ist daran behindert? Dass du da über Eis läufst am letzten Block. Und was ist daran so anders? Dein Anlauf wird anders. Du musst irgendwie erst... Na, das ist schwierig zu beschreiben. Deine Gehbewegung ändert sich, deine Geschwindigkeit oder was auch immer. Wie das du rutschst. Nee. Ist gar nicht so einfach. Philipp ist zum Glück so scheiße, ey. Aber ich auch. Ja, schon wieder geschafft. Nein! Oh Gott. Musst du mich hauen, du Spaten? Ja, der wollte ich glaube jetzt so drunter hauen. So ein Assi, ey. Alter! Komm jetzt! Konzentrieren jetzt mal hier. Nein! Oh nee, muss man jetzt hier den ganzen Tower nach links rumspringen? Oh nee! Ah. Oh Gott, wie hoch ist denn das noch? Aber ist das schon das Ende? Das wäre geil, wenn das Ende wäre und ich bin runtergefallen. Da geht's noch hoch, da geht's. Das ist das Ende. Nee, ist es nicht. Scheiße, da drüben geht's noch rum. Oh Gott, wie lang ist der denn? Da lang, durch die Lava und da ist das Ende. Das machst du das mit eben immer sprinten den hier? Wie? Na, tust du da zwischendurch nochmal anhalten? Ja. Sonst springst du ja viel zu weit. Ach, diese Fledermaus kotzt mich an. Ja. Alter, wieso schaffe ich das denn nie? Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ey, cool. Es geht sogar viel besser, wenn man da so weit springt. So, jetzt erstmal Maus wieder richten. Och Mann! Bist du da auch bei dem zweiten Würfel da verkackt? Nee, bist verkackt. Nicht. Jonas, bist du schon fertig? Nee. Nö. Oh. Nein. Aber den Sprung schaffe ich jetzt auch immer. Das ist nicht schlecht. Schaffe ich den wenigstens hier. Achso. Gut schon. Los, mach das mal hier. Leg mal die scheiß CD ein jetzt. Yeah. Na, ich leg da dann sowieso Musik drüber.
Stimmt, weil fand ich das jetzt immer so kacke. Boah, ey. Ja, du Assi. Oh, da war es noch. Oh Gott, oh nein! Scheiße. Was ist denn das für ein Block? Nein! Ist das schwarze Wolle dort? Nein, das ist Soul Sand. Ja, hab ich doch gesagt. Achso, ich bin wieder runter. Springe ich zu weit, ey, das gibt's nicht. Ich muss dort echt anhalten. Mist, jetzt ist der, schafft das der Philipp auch häufiger. Scheiße. Oh. Nein. Passt echt genau, das finde ich gut. Alter! Hey, wird man da langsamer? Weißt du, was auf das Eis kommt irgendwie? So. Auf das Eis? Ich hab da gesagt, das ist schwierig. Na, wird man da langsamer oder ist das... Ja, da wird mich kurz langsamer irgendwie. Du musst ja wieder neu beschleunigen mit dem Eis, keine Ahnung. Das ist eigenartig. Zumindest musst du da ein bisschen länger, ein bisschen später noch abspringen als normal. Wenn du länger übers Eis läufst. Ich laufe über das Eis. Oh, stimmt, ja. Das stimmt. Das ist wahr. Ist doch Philipp das erste Mal beim Eis gewesen. Nee, eigentlich schon das dritte Mal. Haha. Da war ich schon öfter da. Oh. Ja, du bist doch so ein Adventure-Man. Ja, Adventure-Man. Ein Adventure-Man, genau. Aber. Halt, meine Finger tun weh. Übrigens, was ist es? 3 Worte? 12 Buchstaben? Es ist leicht zu sagen, aber schwer zu beweisen. Gott im Himmel. Nee. Also, es, ich liebe dich, wäre zu einfach, oder? Ich bin Batman. Wusste ich's doch. Ich liebe dich, das wäre ja dann... Das ist ja das, was man dann denkt, denken soll. Naja, eben, deswegen ja. Deswegen habe ich ja gesagt, ich liebe dich, wäre zu einfach, oder? Ja. Nee. Ja, der Eissprung ist schon ein bisschen kacke, muss ich sagen. Ich hasse das, nach links um die Säule drum zu springen. Ist doch behindert. Hey! Vor allem ist das noch nicht mal das letzte. Hey, geil! Oh, Ortino, geil! Ortino, du Arsch. Hast mich abgelenkt. Du Arsch. Oh Gott! Scheiße. Arschloch. Wo bist denn du, Jonas? Ja, auf der Rückseite vom Turm. Jetzt hier oben. Geil, man kann das ziemlich geil durchrushen hier. Man könnte hier voll abkürzen. Oh, ich bin in die Wand. Mach doch. Ja, hab einfach mal abgekürzt. 2 Blöcke. Nee, 3 sogar. So. Das Ding hier noch. So, bis hierhin komme ich jetzt immer. So, mal schauen. Schaff's. Nee, ich renne immer durch. Ich laufe nie auf dem Eis an, ich renne durch. Also zumindest die letzten, also den Eisblock und den Block davor nehme ich noch mit. Für den Anlauf. So. Nein, oh Gott, scheiße, nie gesprintet. Scheiß Soul Sand. Jonas, wo bist du? Boah. Ach, dort oben. Nein, oh scheiße. Ich dachte gerade, ich bin zu kurz gesprungen. Boah, fuck you. Bist du durch? Jetzt bin ich drüber gesprungen. Nee, das ist noch nicht durch. Ich muss ja noch über die Zäune, dann übers Eis und dann dort zwischen der Lava durchspringen. Das klingt ja schön. Sehr schön. Oh ja, Gott, ich war jedenfalls über die Hälfte schon. Oh Gott, ich bin endlich mal auf den Soul Sand gekommen. Alter, das ist ja mies hier hinten. Ja. Alter, ich bin nicht gesprintet, oder was? Auf Soul Sand kannst du nicht so richtig sprinten. Ja, du kannst schon sprinten, das ist genauso, dass du kriegst es bloß nicht richtig mit. Das heißt, du kannst deinen Absprung sogar theoretisch besser timen. Nee, du bist eigentlich langsamer. Nein, du kannst genauso locker springen. Oh,
zu früh losgesprungen. Das ist echt ganz normal eigentlich. Peanut Butter Jelly. Alter, geil, wie ich das jetzt hier mal gerade einfach. Fuck. Jonas! Man kann das ohne anzuhalten immer durchmachen, hier. Ich nicht. Das kann gut sein. Oh Gott, ich bin zu weit gesprungen. Oh Gott, ich bin zu spät abgesprungen. Hier, gucke, Achtung. Oh, scheiße. Ah, schöne Musik. Oh Gott, das war falsch. Brrr. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Und zumindest schaffe ich jetzt den ersten Teil immer. Philippe. Du bist ein Arsch. Lass mich. Geh weg. Geh weg. Du Penner. Rache. Ey. Oh. Ich will. Na, ich krieg dich sowieso. Okay. Nein, oh, ganz kurz. So, dann hierhin. So. Oh Gott, nicht zu weit nach außen springen, bitte. So, dann hierhin. Routino, du schaffst den Sprung. Vor allem warte noch gar nicht an dem. Nein, also ich bin schon. Oh nein. Warte vor allem noch nicht mal an dem Turm hier. Doppelsprung. Es stimmt allerdings, Jonas war. Der Turm ist auch nicht so spaßig. Okay, hier wieder. Nein. Ja, ich hab's geschafft. Ja. Oh Gott, zu spät. Oh, nee, gesprintet.